Wie wäre es, das Auto öfter einfach mal stehen zu lassen und lieber mit dem Rad zu fahren? Stefan Mauch macht das schon. Er ist von der lokalen Agenda 21 in Rottweil und fährt fast alles mit dem Rad. Er möchte die Stadt Rottweil überzeugen, mehr für Radfahrer zu machen und hat dafür auch gleich einen Vorschlag, wie auch der Testturm eingebunden werden könnte in Zukunft mit gleichzeitig vielen neuen Radideen. Ja, da haben wir ein Planungsbüro schon engagiert. Die wollen sich ein Konzept überlegen für E-Bike-Stationen. Das wäre dann zum Beispiel, könnten E-Bike-Stationen sein, unten am Bahnhof, am Turm, an der Innenstadt und ansonsten noch eine Station. Dann kann man schön mit dem Zug nach Rottweil kommen, sich ein E-Bike schnappen, fährt zum Turm, schaut es hin an, danach in die Innenstadt, kann das wieder abstellen. Sowas wäre auch eine tolle Sache, ne? Sagen Sie aber auch, was haben Sie denn dafür bisher getan, dass Fahrradfahrer in und um Rottweil sicherer unterwegs sind? Wir haben schon einen Online-Umfragebogen ins Netz gestellt, wo man so beschreiben kann, wie es denn das Radeln ist in Rottweil Umgebung. Wie bewertet man die Sicherheit, das Netz, verschiedene Sachen, kann man auch seine Verbesserungsvorschläge dalassen. Und das möchten wir dann der Stadt übergeben, dem Oberbürgermeister, dem Stadtrat, da die mal sehen, wo hängt es denn eigentlich wirklich, gibt es da Verbesserungsvorschläge. Herr Mauch, was gibt es denn für Möglichkeiten, damit Fahrradfahrer in und um Rottweil sicherer unterwegs sind? Also da gibt es dann andere Städte, zum Beispiel, mir hat eine erzählt in Lörrach, da sind die Streifen so orange, rot, leuchtend und haben so quasi Noppen, dass wenn man mit dem Auto rüberfährt, dass man auch spürt, dass da was ist. Das wäre schon mal eine Verbesserung. Also ein tolles Beispiel aus Lörrach, wie man die Stadt fahrradfreundlicher machen könnte. Die lokale Agenda in Rottweil möchte das und auch im Frühjahr sollen dann der Stadt Rottweil Vorschläge vorgelegt werden. Und wie freundlich Sie die Radwege in und um Rottweil finden, das sagen Sie gerne der lokalen Agenda online. Den Link zum Fragebogen finden Sie unter radio-neckarburg.de.